Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einem Workout für mehr Vitalität. Das heißt, wir werden uns heute einmal durchbewegen, wichtige Gelenke bewegen, aber auch wichtige Muskeln stärken und kräftigen, die wir im Alltag so brauchen. Du machst einfach so mit, wie es für dich okay ist. Wenn mal was nicht ganz so klappt, nicht ärgern, einfach versuchen, was Neues zu versuchen, hält auch das Gehirn immer ganz fit, also ruhig mal Dinge auch ausprobieren, die du vielleicht noch nie gemacht hast. Wenn du möchtest, drück kurz auf Pause, hol dir einen Stuhl. Den können wir ein bisschen zur Sicherheit auch da stehen lassen, dass wir uns festhalten könnten oder wir uns wirklich mal festhalten. Versuch so oft wie möglich immer mal wieder die Hand dann vom Stuhl auch zu lösen. Wir beginnen in der Aufrichtung natürlich, denn wenn wir aufrecht stehen, ist unser Nacken entspannt, unsere Muskulatur aktiv, die uns stabilisiert. Das heißt, ich komme ein bisschen seitlich zu dir. Du stellst dich so hin, dass du hüftschmal stehst, auf deinem Großzehenballen, Kleinzehenballen und auf der Ferse. Das sind drei Punkte, auf denen wir eigentlich ganz gut stabil stehen. Deine Knie, die sind etwas durchlässig. Du hebst dein Brustbein nach diagonal oben und hast den Kopf so, dass dein Blick in den Horizont geht. Und wir beginnen ganz entspannt, indem wir nur die Schultern einmal zurückkreisen lassen. Ganz locker. Den Schultergürtel, die Schultergelenke mobilisieren. Die sind wichtig, dass sie mobil sind, wenn wir an einen schmerzfreien Rücken denken. Also die Beweglichkeit da oben, auch in der Brustwirbelsäule, ist ganz entscheidend für einen schmerzfreien Rücken. Den Atem fließen lassen, das Gesicht entspannen. Werde etwas größer, indem du deine Hände jetzt zur Schulter nimmst und mit deinen Ellbogen zurückkreist. Wenn wir uns so durchbewegen, werden unsere Faszien elastischer, unsere Muskulatur wird durchblutet und es tut den Gelenken wirklich gut. Dann lässt du beide Ellbogen einmal öffnen und mit dem Ausatmen schließt du nochmal so weit wie du kannst vorne. Einmal öffnen, rück deinen Blick nach diagonal oben richten, schließen. Deine Brustwirbelsäule bewegen. Wenn du möchtest, atmest du ein, wenn du öffnest, und aus, wenn du deine Ellbogen schließt. Und wenn die Ellbogen vorne nicht ganz zusammenkommen, muss überhaupt nicht sein. Versuch einfach so, wie es für dich okay ist. Mach in deinem Tempo. Ein letztes Mal noch in die Öffnung und dann löst du noch einmal, lässt die Arme ganz entspannt fallen und lässt dich jetzt einmal rechts in Richtung Kniekehle gleiten, einmal links mit dem Ausatmen immer wieder wechseln. Dein Becken bleibt völlig ruhig und stabil. Also versuch nur mit deiner Brustwirbelsäule dich zu neigen. Seitbewegung ist auch wichtig. Mit der Brustwirbelsäule. Atmen. Und dann kommst du ganz langsam wieder zurück zur Mitte. Jetzt nimmst du eine Hand an den Stuhl, an die Lehne, drehst dich so weit, wie du kannst, nach hinten. Schau mal, dass dein Becken vorne bleibt, stabil bleibt und dann wechselst du. Andere Seite. Und das Ganze darfst du zügig wechseln. Ausatmen. Und ruhig den Atem fließen lassen. Rotation. Vielleicht auch deinen Kopf, deinen Blick mitnehmen. Wenn dir schwindelig wird, dann lass ruhig auch den Blick mal vorne. Aber du hast ja den Stuhl auch, um dich etwas festzuhalten.
Letztes Mal jede Seite, komm zur Mitte zurück. Hände am Stuhl. Du bist immer noch hüftschmal und jetzt lässt du dein Brustbein, Knie ein bisschen beugen, nach vorne sinken. Und wenn du ausatmest, dann rundest du deinen Rücken und rollst dich nochmal nach oben. Also komm nach vorne, Brustbein sinkt, atme aus, roll dich wie eine Welle wieder nach oben. Könntest dich auch an deinen Oberschenkeln festhalten, wenn du möchtest. Deine ganze Wirbelsäule durchbewegen. Noch einmal. Und dann richtest du dich noch einmal wieder nach oben auf. Deine Schultern fallen lassen, aufrichten. Wir gehen eins weiter zur Hüfte. Du lässt jetzt deine Beine etwas mehr in die Grätsche gehen. Streckst deine Knie und lässt dein Becken kreisen. Du kannst, wenn es dir zu wackelig ist, dich gerne auch am Stuhl festhalten. Dreh mich ein bisschen mehr zu dir. Richtungswechsel, andersrum kreisen, Knie strecken. Und wieder zur Mitte zurückkommen. Einmal deine Füße jetzt komplett schließen. Jetzt wirst du merken, wird es auch wackelig. Also der Stuhl ist da, um sich festzuhalten, wenn du möchtest. Ansonsten nimmst du deine Hände an die Oberschenkel und lässt jetzt nur deine Knie kreisen. Kleinen Kreis oder so. Auch wieder die Richtung wechseln, andersrum. Mobilisation Knie. Komm zur Mitte zurück, streck deine Beine mal, versuch den Rücken gerade zu halten. Wenn du möchtest, festhalten und noch einmal wieder beugen. Nochmal strecken und nochmal wieder beugen. Spür die Dehnung in der Rückseite und versuch wirklich mit deinem Steißbein dich nach hinten rauszuschieben. Also den Rücken ganz gerade werden lassen. Noch ein letztes Mal. Beug deine Knie wieder. Gerade Rücken. Richte dich nach oben auf. Deine Füße etwas öffnen und roll jetzt die Füße von der Fußspitze auf die Ferse ab. Beweglichkeit Fußgelenke. Versuch wirklich deinen Fußriss nach vorne zu schieben. Den Fußrücken ganz bewusst. Die Füße brauchen wir beweglich bei jedem Schritt im Alltag. Also mal ganz bewusst nach vorne schieben. Immer wieder aufrichten. Am besten den Blick in den Horizont. Wenn wir nach unten schauen, dann werden wir auch im ganzen Oberkörper rund. Also nach vorne stehen wir aufrecht, verbessert sich auch unsere Laune. Und dann gehst du am Platz, rollst deine Füße ab, ganz bewusst von der Fußspitze auf die Ferse, drück wirklich richtig schön weg und nimm jetzt deine Arme auch mal mit in eine Walking-Bewegung. Dein Tempo, sodass dein Kreislauf etwas in Schwung kommt. Denk daran, wenn dein rechtes Knie oben ist, kommt dein linker Ellbogen nach vorne. Also wirklich locker, heiter bewegen. Du möchtest, werde gerne etwas schneller. Atem fließt.
Dann versuchst du nach vorne aufzutippen, rechts und links, gegen gleicher Arm kommt mit, immer noch aufrecht und immer noch dein Tempo. Letzten. Und noch einmal marschieren, gehen, Knie hochziehen, atmen. Wird schon wärmer. Und dann ziehst du jetzt einmal die Knie nach oben. Das heißt, du hebst einmal rechts, einmal links. Immer noch den gegenüberliegenden Arm, Ellbogen nach vorne ziehen. Auch hier wieder dein Tempo. Immer noch mal aufrichten. Wichtig ist, dass das Knie nur so weit nach oben kommt, wie du mit deinem Rücken ganz gerade bleiben kannst. Wenn das gut klappt, dann machst du das Ganze dreimal. Einmal und dann hältst du. Stopp. Und einmal, zweimal und wieder Stopp. Einmal, zweimal und Stopp. Einmal, zweimal, Stopp. Und wenn du wackelst, dann trainierst du. Wackeln trainiert immer unsere tiefen Stabilisatoren. Ups. Einmal, zweimal, dreimal. Gleich nochmal. Und wenn noch einmal dein rechtes Knie oben ist, ich mache Spiegelverkehr, bleibst du hier. Versuch dich zu halten. Du kannst auch jederzeit die Fußspitze runternehmen. Und dann beweg nur deine Arme. Bring dich aus der Balance. Und wechsel gleich die Seite. Anderes Bein. Wackelt's. Löse wieder auf. Sehr schön. Stell deine Füße ab. Locker. Einmal aus. Super. Dann kommst du jetzt etwas näher an den Stuhl, sodass du dich wirklich mal festhalten kannst. Ich komme ein bisschen mehr seitlich zu dir, richte dich auf und mach jetzt einen Schritt mit einem Fuß nach hinten und geh mit dem Knie so weit, wie es dein Knie zulässt. Versuch vorne mit dem Knie über deiner Ferse zu bleiben, also erstmal kontrollieren. Wichtig ist hier, bitte nicht nach vorne abstützen, möglichst nur leicht antippen, aufrechten Rumpf und komm nach unten. Ganz wichtige Kraft ist die Beinkraft, die brauchen wir im Alltag. Bei jedem Mal aufstehen vom Boden, aufstehen vom Sofa, aufstehen vom Stuhl, wechsel mal. Also die brauchen wir, ist wichtig. Andere Seite, tief, Richtung Boden, Oberkörper aufrecht und wieder hoch. Vielleicht hältst du auch außen fest, dann kannst du dich nicht so festkrallen. Und das Ganze im Wechsel. Tief gehen und hoch. Tief und hoch. Nur so weit, wie es deine Knie zulassen. Nochmal. Atmen. Letzten vier noch, ups, noch drei, zwei
und ein letztes Mal und dann bleib kurz einen Moment nochmal hier, halte, vielleicht möchtest du auch mal kurz loslassen und wechseln. Wenn die Muskeln brennen, halten, dann ist es gut, dann trainieren wir. Wenn du möchtest kurz loslassen, vielleicht nochmal tiefer gehen und sehr schön auslockern. Gespürt? Gut. Dann kommst du, ich drehe mich wieder ein bisschen zu dir, in eine leichte Grätsche. Beine wirklich schütteln. Ganz wichtig ist auch unsere seitliche Kraft, Rumpfkraft. Machen wir im Alltag sehr selten, stabilisiert uns aber natürlich die Muskulatur. Deswegen kommst du jetzt in eine große Grätsche. Knie zeigen in Richtung Fußspitzen. Wenn es hier zu wackelig ist, festhalten. Und jetzt versuch's ohne festhalten, die Handflächen zu mir nach vorne und einmal auf eine Seite verlagern. Du tippst auf, dein ganzer Oberkörper geht auf die Seite, dann kommst du nochmal tief und kommst auf die andere. Einmal tief. Seite und Seite. Wirklich spüren, dass dein Bauch stabil ist. Und vielleicht möchtest du dich festhalten, dann kannst du natürlich immer eine Hand auch an den Stuhl nehmen. Also mach so, wie es für dich okay ist. Wenn du das Gefühl hast, du könntest es steigern, dann hebst du dein Bein vom Boden ab. Hoch. Dann wirst du sehen, wird gleich wackelig. Also hochheben und ab. Hochheben und ab. Oder du tippst. Gibt kein Gut und Schlecht. Mach so, wie es für dich okay ist. Geht noch? Beim nächsten Mal bleibst du auf einer Seite, egal welche. Bleib jetzt hier, versuch dich zu halten. Wenn du wackelst, das ist immer gut. Und jetzt kommt deine Hand, die hier unten ist, zum Knie, das in der Luft ist. Und du drückst mal ganz fest Handballen und Knie zusammen. Du könntest dich immer festhalten. Schau mal, dass dein Rücken gerade bleiben kann. Gib Druck, Druck, Druck. Spür den Bauch und dann löst du nochmal auf. Und dann gehst du noch einmal. Gib Druck. Zueinander und löst nochmal auf. Letztes Mal, nochmal Druck, Bauchmuskeln spüren, Hüftbeuger natürlich und löse, Seite wechseln. Vielleicht auch Standbein gespürt, andere Seite hochkommen, erstmal ausbalancieren und dann Druck, du möchtest festhalten. Fester. Und nochmal wieder lösen. Und noch einmal. Gib Druck. Zwei, drei Atemzüge. Wieder lösen. Und ein letztes Mal. Du könntest jederzeit die Hand hierher nehmen. Und auflösen und entspannen. Einmal richtig durchbewegen. Vielleicht auch mal strecken und räkeln in die Position, wo du das Gefühl hast, du möchtest dich noch hinbewegen. Eine Kräftigung noch für den oberen Rücken, der ganz wichtig ist für unsere Aufrichtung. Deswegen schließ mal deine Beine etwas mehr jetzt. Beweg dich nochmal weiter. Lass deine Arme locker. Und setz dich jetzt mit deinem Körpergewicht nochmal ein Stück nach hinten auf die Fersen. Also so, dass du wirklich deine Fußspitzen abheben könntest. Knie sind etwas gebeugt. Und den Bauch holst du nochmal nach innen. Darf sich gern abstützen. Und jetzt kurz. Weil du jetzt mit den kleinen Fingern auf den Stuhl gehst. Und wenn du
deine Arme jetzt hochziehst, atmest du aus, die Daumen zeigen in Richtung Decke und komm wieder tief, atme ein. Nochmal hoch, Daumen zur Decke, spür, wie du deine Schulterblätter hinten zusammenziehst. Schau mal, dass die Arme ein Stück höher gehen. Also wenn es deine Schultern zulassen, so weit gehst du hoch und wieder lösen. Nochmal. Gewicht auf den Fersen immer noch. Und jetzt halte die Arme. Streck deine Arme, Handrücken zeigen zur Decke und jetzt machst du ganz kleine Bewegungen hoch tief. Po nach hinten schieben, Bauch spannen, ist wirklich der Endspurt gleich geschafft. Und wenn du nachher Lust hast, schau mal unter dem Video bei mehr Ansehen, da findest du den Link zu deiner Unterstützung. Da könntest du meine Arbeit wertschätzen, wenn du Lust hast. Mit zum Beispiel 2,50 Euro im Monat, 5 Euro im Monat. Kannst du es auch jederzeit verändern oder wieder rausgehen. Kann man immer monatlich verändern. Noch 4, 3, 2, sollte anstrengend, löse, lass dich fallen, oh, richte dich auf, Schultern lösen. Einmal nochmal durchbewegen, ruhig die Arme pendeln lassen, ganz locker. Einmal durchbewegt, durchstabilisiert, durchgekräftigt, sehr gut, fleißig. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und gut getan vor allem. Wir dehnen jetzt noch, ist auch ganz wichtig, für die Beweglichkeit, indem du einen Schritt nach vorne machst und das andere Bein zurücksetzt. Und zwar so weit zurücksetzt, du kannst sie auch festhalten, dass du die Dehnung, wenn du jetzt mit deiner Hüfte nach vorne schiebst, hinten in der Wade spürst. Becken schiebt vor, Rücken ist gerade. Genau. Dann kommst du wieder zurück, wechselst gleich. Großer Schritt, Knie strecken, Hüfte schiebt nach vorne. Po anspannen. Beide Fußspitzen in einer Linie, also nach vorne zeigen lassen. Dann löst du nochmal auf, lockerst aus, kannst dir, wenn du möchtest, ein Handtuch holen, das Handtuch um dein Fußgelenk binden, dann kannst du an einem Handtuch dein Bein hochziehen, sodass deine Knie zusammen sind. Und du den unteren Rand vom Becken nach vorne schiebst, dann merkst du den Hüftbeuger. Vielleicht möchtest du das Workout auch weiterempfehlen, wechseln. Freue ich mich, wenn sich möglichst viele Menschen bewegen. Andere Seite, wieder unteren Rand nach vorne schieben. Und du kannst dir dein Training so gestalten, wie du möchtest. Wenn du auf meine Playlists mal gehst, auf meinem Kanal, auf meinem YouTube-Kanal, findest du die Videos geordnet. Da gibt es Wirbelsäulengymnastik, Seniorengymnastik oder kurze, längere Workouts. Und stell dir einfach dein Training zusammen, wie du gerade Lust und Zeit hast. Wichtig ist möglichst viel Abwechslung, deswegen auch so viele Videos von mir, damit du einfach möglichst effektiv trainierst und viel Abwechslung hast. Muss dein Körper sich ständig neu anpassen und dann werden wir stärker, locker mal aus, stabiler, gesünder, fühlen uns wohl in unserer Haut und das hoffe ich, tust du jetzt auch. Kannst nochmal einen Moment stehen bleiben, aufgerichtet. Wenn du möchtest, kannst du auch deine Augen kurz einen Moment schließen, nochmal hineinspüren, wie du dich jetzt gerade fühlst, wie sich dein Stand anfühlt. Vielleicht auch, wie sich deine Gelenke anfühlen. Fußgelenke, Kniegelenke, Hüftgelenke, Brustwirbelsäule, unsere Wirbelgelenke, Schultern, Schultergürtel und ob dein Kopf ganz angenehm entspannt auf deinen Schultern liegt, dass dein Nacken entspannt sein kann. Vielleicht fühlst du dich größer, aufgerichteter als vorher. Hoffentlich fühlst du dich wohl in deiner Haut. Dann atmest du aus, öffnest deine Augen, wenn du sie zugehabt hast.
Atmest ein, nimmst die Arme nochmal so weit wie nach oben, wie es für dich okay ist. Löst nochmal, nochmal ein und nochmal aus. Noch ein letztes Mal ein, streck dich, zieh dich noch einmal in alle Richtungen. Auch mal zwischendurch bewegen, denk daran, deinen Alltag auch bewegt zu gestalten. Löse auf, schüttel dich aus, vielleicht den ganzen Körper nochmal auslockern. Vielen Dank fürs Mitmachen. Freut mich immer, wenn du bis zum Schluss dabei bist. Sehr, sehr fleißig. Wenn du Lust hast, natürlich gerne ein Gefällt mir unten oder einen netten Kommentar hinterlassen. Freue ich mich immer. Ich versuche auch zu antworten. Ich lese alles. Wenn ich mal nicht schaffe, zu beantworten, nicht böse sein. Wie vorher schon erwähnt, wenn du mich oder meine Arbeit wertschätzen möchtest, gerne unten bei deiner Unterstützung findest du den Link dazu. Da kannst du mich monatlich mit zum Beispiel 2,50 Euro oder 5 Euro unterstützen. Würde ich mich freuen, wenn noch ein paar dazukommen. Danke an die, die es bereits tun. Oder ganz einfach, bis zum nächsten Workout hier auf YouTube.